Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Rebirth, nicht Remake. Und ja, weiß nicht, ich bin ja gerade hier geladen und das erste, was ich gesehen habe, war das hier. Also passt mal auf. Ja. Das war wirklich das erste, was ich gesehen habe, als das Spiegel. Habe ich so kaputt gelacht. Was? Also ja, Leute in Kram haben Probleme. Ja, Final Fantasy 7 Rebirth, alles klar. Wir sind hier immer noch in Kram. Wir machen noch einige Quests, ne? So viele haben wir nicht mehr übrig, ne? Zwei, ne? Können wir mal machen, ne? Wie weiß man mal deaktivieren? Können wir ihn aktivieren? Sprich mit, begib dich zur Blumenwiese. Ich würde sagen, das machen wir doch mal, ne? Damit wir auch hier weiterkommen, ne? Habe ich hier mit jenen Karten gespielt? Ja, ne? Sieht's aus, oder? Mhm. Mhm. Ja. Guck mal, sieht gut aus, ne? Alles klar, weiter geht's, ne? Wir haben noch einige Quests und einige Erkundungen zu machen. Machen wir das, ne? Zur Blumenwiese. Gute Frage. Wo ist denn die? Blumenwiese. Hier ist noch ein Kampf. Vielleicht sollten wir irgendwie nach Jagd 1 irgendwie so Ausschau halten, ne? Ist bestimmt die einfachste, ne? Jagd 1, ne? Da soll ich ein Foto machen? Da können wir auch machen, ne? Also was machen wir das? Chocobo natürlich, hallo. Wir haben diese majestätischen Geschöpfe, also sollten wir sie auch benutzen. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Ich glaube, ich habe immer noch so. Also das war die Chocobo fangen. Also was? Da wollte ich sowieso hin, weil ich mich heilen musste. Ich glaube, ich bin immer noch, ja. Bin immer noch ein bisschen im Eimer, also heilen wir uns mal ganz kurz, ne? So, ganz ruhig heute, ganz ruhig. Und ja, wir machen wieder hier alles die Gegend unsicher, ne? Und bereiten uns irgendwann auf unsere Abreise mal vor, ne? Weil irgendwann müssen wir mal weitergehen, ne? Aber ich will so viel wie möglich erledigen hier. Aber warum nicht, ne? So, das Rennen muss ich ja auch noch machen. Fällt mir gerade ein. Ich habe schon wieder R1 Glück. Ich wollte, wie kann man noch mal beschleunigen? R2. Oder L3 reindrücken. Aua! Ich wollte erst heute Star Wars aufnehmen, Lego Star Wars, aber dann habe ich doch gesehen, oh, ich habe noch 2-3 Parts hier, die ich schon vorab aufgenommen habe und noch nicht freigeschaltet habe, ne? Da habe ich mich hingesetzt und gedacht, da muss ich eben Final Fantasy 7 spielen. Nein, Quatsch. Freue mich natürlich, ne? Dass wir weiter spielen können, Final Fantasy 7. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Wenn ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotografen Rico Bericht erstatten. Ja. Okay, muss ich aber ganz Bestimmtes machen? Also von was soll ich denn das Foto machen hier? Von dem Ding da hinten, von der Landschaft? Ich meine die ganzen Rohre da hinten an. So, Hauptmenü und Fotomodus. Mitglieder ausblenden, nehme ich mal an. Ne? Der Schokobo ist noch da. Aber ist eingefroren. So, aber von wann soll ich denn jetzt ein Foto machen? Ich habe gar kein Foto gemacht. Alles klar. Ich habe gar kein Foto gemacht, oder? Boom. Foto machen, wie macht man das? Winkel, Belichtung, Filter, Rahmen. Ja. Wie tut man denn ein Foto machen? Winkel, Kameraneigung, Belichtung.
Ich weiß nicht, wie man hier ein Foto macht. Was? Weiß mal, wenn ich mal echt ein Foto machen will. Okay, ich nehme an, ich habe eins gemacht, ne? Hätte ich vielleicht mir mal angeschaut so irgendwann, ne? So, hör mal. Aber okay, wenn du was sagst, ne? Analyse 1, komm. Holen wir die noch auf dem Rückweg. Wo ist mein Schokobo? Komm her, ein Stück. Ich habe noch gar keinen Schatz gefunden hier in letzter Zeit, ne? Hier so ein Schokobo-Schatz, ne? Oder so Schatzgebiet hier. So, sehr gut. Stimmt, da wollte ich mal hier machen. Ist mir nämlich offscreen aufgefallen. Ich glaube, ich kann mir wieder ein paar Sachen erstellen, die ich noch nicht habe. Den Kraftreif zum Beispiel. Boom. Ich habe so mit den Gedanken gespielt, hier mal hier irgendwie einige Sachen herzustellen, weil ich habe einige Sachen, die ja voll outdated sind irgendwie, ne? Soll ich mal Eisenerz hier benutzen? Aber ich brauche wahrscheinlich mal Eisenerz, ne? Ja, wird schon klappen. Supertrank, Gnade des Planeten. So. Lass mich hier runter. Ja, so komisch, wo man ja hoch und runter gehen kann oder nicht, ne? Lass mich da runter. Boah. Muss ich hier ganz runter laufen? Boah. Wenn ich gut, dass die gar keine Ausdauer haben und ich die ganze Zeit unendlich rennen kann. So, gehen wir auf die Straße. Mal suchen ja diese Analyse hier. So, wow. Wo bist du hingegangen? Ich meine, ist irgendwie sinnlos, diese Viecher zu folgen, weil ich möchte das Ding auf der Karte sehen. Ne? Da bringt er mich jetzt dahin, wo die Karte oder Ding auf der Karte ist. Ja, ne? Da sind die auch voll sinnlos. Ich nehme an, das ist dafür da, wenn du irgendwie vorher die Türme noch nicht irgendwie entdeckt hast, nur so. Aber warum sollte man nicht zuerst die Türme entdecken? Weiß auch direkt immer, wo alles ist. So. Dann analysieren wir mal weiter. Okay, dokli, bonk, bonk, bonk. Ich weiß immer noch nicht, ob man das abtypen muss oder nicht. Lebenskolle analysiert. Eine Gruppe hat 5 Punkte erreicht. Erhalten. Das Ökosystem der Graslande. Schön. So, im Gegensatz zu stark verschmutzten Mietgeist ist die Natur in den Grasland immer noch intakt. Viel Farm um den Grasland ist sich als leider von Feuchtgebieten geprägt, da ist der Sumpf, ne? So, oh. Heute treibt dort eine menschenfressende Riesenschlange namens Midgar-Sorm ihr Unwesen, weshalb sich niemand mehr in der Nähe der Feuchtgebiete wagt. Wer es doch tut, sollte äußerst vorsichtig walten lassen und nicht dem bodenlosen Moors versinken. Ich frage mich immer noch, wie die halt anstellen werden mit dem Teil. Beim Original, was hier? Achtung an der Küste. Das ist ein Level. Jagd. Machen wir mal eine Jagd, wenn wir hier schon mal sind, ne? Ich nehme ja auch mal irgendwo an, wenn man irgendwie weil ich noch irgendwie weiter im Spiel kommt, da kann man irgendwann noch mal zu den alten Gebiet noch mal zurück und dann sind da irgendwie schwierigere Sachen oder so, ne? Ich nehme jetzt nicht an, dass wir jetzt hier, ach, hier sind wir ja mal gewesen, ne? Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Ich könnte so. Ich könnte so an den Screen so ranzoomen. Indem sie einen übelriechenden Geruch absondern. So konnten sie sich stark vermehren. Einige seltene Exemplare greifen in Gruppen an und geben aus ihren Drüsen zudem ein hochgiftiges Sekret ab. Damit können sie sogar große Gegner wie Elferdunks bezwingen. Da Bioratten mit ihren kleinen Körpern überall hingelangen können, steigt der Schaden, den sie verursachen,
nicht normale Gegner. Nicht normal. Normale Gegner. Schocker ein Gegner, mach einen Gegner schockanfähig, lass dich nicht vergiften. Also nur ich als Spielcharakter oder? Die sind ja schon tot, bevor ich die irgendwie hier. Ich muss den Schock anfällig machen. Komm mal her, ein Stück. Tifa, beruhig dich mal. Der ist schon leicht weg. Schock anfällig. Das heißt, ich muss eigentlich nur einsetzen, irgendwas, die schwach sind, ne? So, ich habe dir letztens Dings gegeben. Verdammt. Ah! Ja, man kann das ja noch mal machen, ne? Muss ich dann noch mal alle, muss ich dann alle drei Sachen auf einmal machen? Lass mich noch machen. Kann ich noch mal machen? Dann setze ich mal Eis gegen das Viech ein und ist das schockanfällig, ne? Dann muss ich dann wieder alle Sachen auf einmal. Nee, Gott sei Dank. Okay, ich muss jetzt nicht noch mal. Ja, sehen wir mal, passieren, wenn wir das schaffen. Mach noch weiter. Aber ich sollte vielleicht mal. Auch wenn ich halt noch mal mache, dann kriege ich schon wieder noch mal gucken Erfahrungspunkte. Also voll lahm dann. So, was ich mal machen will, ich will mal hier bei Kampfeinstellungen, ich will bei, fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal ändern, ich will mal Entfesselung, Registrierung automatisch, weil ich tue normalerweise immer meine Boost-Sachen, kann ich halt irgendwie entfernen, ja. So, ich sollte mich vielleicht mal hier so ein bisschen ordnen, ne? also Buffs tue ich generell immer bei so schnell. Oh, in der Luft sehe ich gerade. Oh, so, ich sollte mich vielleicht mal eher so festlegen, ne? Ich tue mal meine Buffs, tue ich mal immer auf L1 und X, ne? Da muss ich immer so an Kingdom Hearts denken, da habe ich immer Vita auf L1 und X, ne? Deswegen gehe ich da immer so ran, ne? Ich tue mal meine Schockfähigkeiten, die eine hohe Schock Potenzial haben, kann in Luft eingesetzt werden, Schockpotenzial groß, tue ich mal all meine Schockangriffe so auf Dreieck, ne? Muss ein bisschen so darüber nachdenken, oder alles andere weiß nicht. Und ja, alles andere tue ich so auf Vierpunkte Kreis, ne? Würde ich jetzt sagen. Muss ich noch warten, bis sie was Neues bekommt, ne? Machen wir bei dir auch. So. So, Schockangriff ist auf Dreieck. Er hat keinen Buff. Schwertsturm auf Kreis, Flammenblitz. Flammenblitz. Ich warte mal, er wird ja wohl hoffentlich auch mal irgendwann so einen Buff bekommen oder so, ne? So, sie kann nur Sachen am Boden einsetzen, alles klar. So, Problem ist, sie hat so viele Buffs, ne? Angst und Energie, mit automatisch zweimal. Mit einem magischen Flächenlang auf Gegner im Umkreis aus. So, also, was nichts, was irgendwie so Schockpotenzial hat, ne? Stärkwirkung bei Gegner im Schockzustand. Was war Tomatieren? Tomatieren, ne? Und
auch mal ihren, ne? So, Barrett, du hast auch keine Kampfsachen. So, du hast einen Buff-Angriff, glaube ich, ne? Sterner Wille, Schockangriff kommt auf Dreieck und alles andere kommt auf Viereck und Kreis, ne? Ich will mal die starken, die richtig starken Angriffe hier so auf Kreis machen, ne? Ups. So, du hast auch keine Luftangriffe, sehe ich gerade. So, mächtige Abwehr, das ist wieder ein Buff, also mehr oder weniger, ne? Irgendwas, das Schock hat. Nee. Dann tun wir auf Kreis hier den Sternstoppstrahl. Und da war es dann erstmal. So, damit ich halt nicht immer bei jedem Charakter gucken muss, oh, wo ist welcher Angriff, ne? Okay. So, das war Jagd Nummer 1, ne? Ja. Okay, warum ist da immer noch nicht? Ach so, muss ich erstmal alle ja komplett erledigen, dann wird hier so ein Ding hier, weil da sind ja so hier diese Dinger da drunter, ne? Das war am Blinken. Kampfaufträge, ne? Da muss ich wahrscheinlich eins ganz komplett abschließen, ne? Dann kriege ich vielleicht eine Belohnung oder so, ne? Cool. So, mal her. Ich glaube nicht, dass ich über Level, weil irgendwie den Schwierigkeitsgrad, den ich eingestellt habe, dynamisch, da stand irgendwie Beistand. Da stand irgendwie was von, und das ist auch noch ein Funkturm, sehe ich gerade. Gehen wir es mal dahin. Da stand irgendwie was von irgendwie, das Level passt sich irgendwie meinen Charakteren an oder so, ne? Also steht hier jedenfalls, ne? Schwierigkeitsgrad dynamisch, ne? Unten links für absolut Profis, die stets mit Gegner auf ihrem Niveau kämpfen möchten. Okay, weit, wo habe ich denn das dann? Ach so, hier habe ich da, glaube ich, gelesen. Ne? Ich habe mich so ein bisschen umgeschaut, so ja, nach dem letzten Part. Ne? Und zwar, wo habe ich das gesehen? Irgendwo ist das unterwegs im Kampf. Grundlagen, ne? Spielablauf, Startswerte, da dynamisch. Die Stärke der Gegner wird für einen größeren Schwierigkeitsgrad an die Stufe der Charaktere angepasst. Also kann ich hier nicht über Leveln oder so, weil das ist so meine Angst, ne? Dass das Spiel irgendwie zu einfach wird, weil ich hier zu viel erkunde und so, ne? Das ist immer so meine Angst hier bei Rollenspielen, ne? Aber meine Logik ist dann halt immer, ne? Das Level von den Bossen ist jetzt hier auf diesem Level, ne? Und wenn ich dann irgendwie ja die Story weiterspiele, dann werde ich ja ganz offensichtlich irgendwann auch stärker, ne? Und dann komme ich irgendwann nochmal hier hin und ja, die Gegner sind immer noch Level 17. Das ist ja voll einfach, ne? Also so stelle ich mir halt immer vor, ne? Dann werde ich so oder so irgendwie voll den schwachen Kampf dann irgendwann haben, ne? Voll den leichten Kampf irgendwann. Wenn ich dann auf die Weise mache, ne? Ja, mal schauen. So, ich will mal sehen, was hier ist. Das sieht irgendwie... Feldforschung. Chatley? Cloud? Ja. Die Protosubstanz sollte ganz in der Nähe sein. Protosubstanz? Genau um. Du wirst sie sicher erkennen. Na, ich dachte, ich könnte so durchgehen. Von diesen? Fällt schon Daike hingegangen, ne? Der ist offen hier. Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Etwas, das alle mögen. Also ein Schatz, Geld und so. Genau. Damit können wir endlich neu durchstarten. Schluss mit dem Banditenleben. Wir sind jetzt eine richtige Firma. Ich habe gerade Profit gehört. Umliegen, was wir zu Geld machen können. Sucht alles ab. Vermögen, mögen. Vermögen, mögen. Oh ja, bald schwimmen wir in Gill. Ich habe gehört, jemand sagt gerade Gill. Hey, die Team kennen wir doch.
Das sind nur diese Typen, die wir im Walmart getroffen haben, ne? Was habt ihr gefunden? Die sich mal totgestellt haben, ne, und dann abgehauen sind. Wenn wir das verkaufen, sind wir reicher als reich. Super reich nämlich. Cloud, sieh nur, das ist doch. Warte, ich habe gar nicht gesehen. Was haben die denn da gesehen? Fragt wer? Kann ich halt noch jetzt fragen. Gebt uns, was ihr gefunden habt. Ihr habt's auch auf das Ding abgesehen. Wir haben es aber zuerst gefunden. Wo denn? Ich sehe doch gar nichts. Querstellt dann. Du glaubst doch nicht, dass du uns damit einschüchtern kannst, oder? Oh nein, es ist alles aus. Das ist unser Ende. Ich stell mich tot. Halte die Klappe. Ihr Halbaffen. Wenn sie lauschen, hört mir zu. Ich habe einen genialen Plan. Hunga. Ich nenne ihn Operation Lockpuppe. Das ist weg, ne? Hey, was geht? Ich mach das jetzt oder nie. Wer? Aua, 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 oh Gott, aua, Hilfe, ah. So, ich muss euch erstmal alle analysieren, ey, Leute. Bud, Bert und Butch. Okay, Butch. Aua. Mach mal ein bisschen auf Bert los, ne? So, so, nächster. Bert haben wir noch nicht, ne? Nur kein Über. So, wenn ich jetzt auf den anderen gehe, dann ist er immer noch, ne? Ja. Jetzt gehen wir auf Butch. Bert. Nee. So. Kann ich schaffen. So. Kommt tiefer. So, komm. Muss ich ganz nachgucken, wo der Angriff ist. Wird sich drehen, ich kann mich auch drehen. Mein Gott. Mein Gott. Oh, Feintechnik. Ausgezeichnet. Cloud. Chatley. Substanz scheint sich zu bewegen. Er bitte einen Statusbericht. Sie ist im Besitz von Dieben. Verstehe. Das erklärt es. Zum Glück konnte ich ihr Ziel bereits lokalisieren. Ich schicke dir die Koordinaten. Oh, okay. Yeah, mehr Punkte. Alles klar. Okay. Tod? Mause Tod? Töter als Tod? Ladies, ich glaube, die sind tot. 666. Eris. Ja, 666. Leute, ich glaube, die sind tot. Wir sollten hier verschwinden. Die sind jetzt weg, ne? Na? Mein Gott, ich war noch nicht mal. Wo sind die hingegangen? Sind die ins Meer gesprungen? So, wie lange dauert es noch bis Feintechnik? Nicht Feintechnik, ey. Ja, in der Feintechnik. Feintechnik ist schon hochgelevelt. Maximal TP plus 5. Was? Oh, da gibt es auch voll geile Buffs hier, sehe ich gerade. So, Analyse muss mal hochgelevelt werden. Dann kann ich direkt alle Gegner analysieren, ne? So, ich habe, glaube ich, hier, weil ich habe Eris, glaube ich, hier Dings gegeben. Nein.
das ist nicht Aris, das ist Tifa. Ja, ich habe ihr Glut und Frost gegeben, ne? Damit sie jetzt ja zwei Zauber hat, ne? Gut. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Oh, so. Warte mal, öffnen wir langsam. Ach man. Habt ihr ja schon erledigt, Mann. Okay. Ja, also die Erkundung geht hier voran, ne? So, guck mal, wie sich hier alles aufdeckt nach der Zeit. Ja, hat Gefühl, ich tue mich sehr gut irgendwie vorbereiten, ja, so und so ordentlich. Ja, den habe ich schon mal gefunden. Habe ich ja schon mal. Sogar zwei schon gefunden. Hier ist das, ne? Ich glaube, ich gehe erstmal zum Funkturm, damit er mir angezeigt wird, ne? So, Funkturm. Wo sei da? Ich sehe links, aber ich sehe keine da sind Gegner. Oh. Ich will eigentlich erst mal ein paar Mal ein bisschen spielen, aber die Gegner gehen schon so extrem auf die los die ganze Zeit. Nein, nicht er. Nein, jetzt. Sie nimmt so viel Schaden, sobald ich zu ihr wechsle, gehen die Gegner auf mich los, habe ich so ein Gefühl. Mein Gott, ist doch mal gut. Die Gegner gehen immer so schnell auf sie los, sobald ich steuere. Ah. Oh mein Gott. Lass mich mal. Los. Keine kommt. Ah. Ich zähle auf dich. Oh, mal erledigt also. Manchmal umlegt mal Amplifikation, ne? Mich halt auf alle Gegner, auf alle Charaktere Heilung einsetzen kann. Ich nehme an, dafür hat man halt mehrere Charaktere, ne? Ich kann die einfach hier rein und raus switchen, ne? Falls mir die MP ausgehen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Gib mir Wissen. Bonk. Da ist der Schrein der Esper. Ah, wo ist der Leitstein? Dann wurde an den Chat überbracht. Ist so ungewohnt, so ein halbwegs normales Schwert auf Clouds Rücken zu sehen. Ne? Ich vermisse das Panzerschwert. Ich kann schwören, früher hieß das mal Meisterschwert. Im Original, in der deutschen Übersetzung von Final Fantasy 7. Oh, dann gehen wir mal zum Schrein der Esper, aber wow, warum ist das Spiel also am Stottern? Was ist denn hier gerade los? Okay, dann gehen wir mal dahin, ne? Aber ich sehe nicht die Leitsteine. Führt mich irgendwas dahin? Wo, was da? Da waren wir ja schon mal, da haben wir ja schon mal einen Abstecher zu gemacht und da haben wir nicht gewusst, was damit, was damit auf sich hat, ne? Mein Gott. So. Gucken, vielleicht was jetzt hier los ist, ne? Aber vielleicht habe ich schon alles erkundet, nur ich konnte halt nicht damit interagieren, ne? Titans Schrein, Alpha. Auch wenn mir jetzt angezeigt, konnte ich mit dem letzten interagieren? Ich weiß doch gar nicht. Das ist eine überwältigende Entdeckung.
wir mehr über die Esper erfahren können. Um an die Daten zu kommen. Nein, das werde ich nicht. Mit dem Kristall synchronisieren. Das schaffst du ganz sicher. Ja, wenn du ein Esper-Kristall untersuchst, öffnet sich die Esper-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an, merke dir, wann du welche Taste drücken musst. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit den Analysieren beginnst. Beginnst dir dieses Esper im Kampf zu geschwächt und ihre Beschwermaterie gestärkt. Oh. Ja, bitte. Gegen Titan haben wir ja noch keine Chance gehabt, ne? Ich weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, irgendwie. What? Muss ich X drücken? Ich drücke die ganze Zeit X. Oder sieht man auch Zitaten? Oh, oh Gott. Ich muss dann auswendig machen, alles klar. Weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, den geschwächt zu bekämpfen. Aber man kann ihn ja trotzdem auch voll Stärke bekämpfen, wenn man will, ne? Ich sie nur noch haben, ne? Also habe ich schon alle Dinger gefunden. Habe ich hier schon alle gefunden, nur halt ich konnte halt nicht damit interagieren. Cool. So, jetzt muss ich nur noch die Beschwörmaterie haben, ne? Wird irgendwie zu Barrett passen, ne? Was? Salbei passt nicht mehr? Nein, ich habe schon volle Sachen. 99. Kann ich selber für irgendwas benutzen? Ich brauche jetzt keine Heiltränke, finde ich. Gegengift, Wachmacher. Na ja, ne, ich habe einen Kraftreif. Aber ich glaube, jeder hat schon was ausgerissen, ne? Ach, ich tue die Dinger ja die ganze Zeit hier gegen. Wollte schon sagen, was sind denn das hier für Kissen, die ich die ganze Zeit gegen schubse? So, was ist das? Ist das auch so ein. Das ist der Funkturm, ne? Okay. Es sind so viele verschiedene Sachen, die man ja machen kann, ne? Für Sachen zum Interagieren und so, ne? Beistand. Das ist noch was, was wir noch nicht haben, ne? Ist da irgendwo ein Turm? Ne, das sieht ja so leer aus, nämlich. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie in das Gebiet zurückgehen kann. Ich meine, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass man hier zurückgehen kann, ne? Aber im ersten Teil war es ja auch immer so, irgendwie, wenn irgendwie in der Story irgendwie weiter warst, ne, dann konntest du nicht mehr zurück irgendwann, ne? Whoop. Also ich weiß ja nicht, wie das hier so abläuft. Whoop. Mein kleiner gefiederter Freund, bring mich zu einer Haltestelle. Ja, wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt ein Limit von 99 habe, dann sollte ich vielleicht irgendwann auch ein paar Sachen verbrauchen, ne? Wenn ich hier Eisenerz bekomme zum Beispiel, ne? Dann soll ich die vielleicht steigen. R1, mein Gott. Dann soll ich die vielleicht irgendwann auch rechtzeitig verbrauchen, bevor die voll sind, ne? Damit ich hier nichts verschwende. Erstmal stellen wir das hier auf. Dieser Schokobo-Haltestelle ist wieder im Betrieb. Nächster Stopp, Schokobo-Haltestelle. Oh. Cool. So, Jagd Nummer 2, Jagd Nummer 2. Dann machen wir die mal. Wow. Leute. Ah. Immer aus dem Weg. Ich will nicht kämpfen. Ciao. Ich verschwinde dann mal, ne? Ich will jetzt nicht doch mehr Erfahrungspunkte hier bekommen. Mich noch weiter überleveln, als ich eigentlich muss, ne? Außer jetzt sind neue Gegner. Ne? Ja, in dem Mod waren wir auch schon mal. Es ist so gut, an die ganzen Orte hier zurückzukommen, jetzt irgendwie eine Aufgabe zu haben. Ist außerdem gut, aber wenn man auf den Schokobo reitet, hat man dann direkt alle Sachen hier. Warnung,
einkassiert. Schockanfällig. Seltene Elferdunk-Spezies identifiziert. So, die redet ja, wenn wir im Kampf sind, ne? Also. Wegen seines duldsamen Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft oder im Freien Vorgehen. Manchmal zieh dich zurück. So, Zeitlimit wieder. Ich wollte auf dich. Na gut. Na, ich Idiot. Warte, okay. Warte, sind damit, ich will auf so ein Viech reiten dann. Na, Feuer. Dann übernimm. Lass mich mal. Ja, ob der nicht schon eher verreckt? Nee, ne? Neuer Versuch. Direkt in den Hintern. Ja, wäre schon viel besser, ja. Genug. Mein Gott, sie tut sich so ein bisschen teleportieren. Ah. 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 Nein, der hat geblockt. Ich leg los. Eine mit Magie. Los. Ach, mit dir. Nein, ich bin nicht rechtzeitig kaputt. Kannst du überleben? Ich bin bereit. Ja, ich krieg den nicht recht halt kaputt. Ja, genau so. Nichts überstürzt. Alle kaputt? Nein. Oh, das war knapp. Ja, ein Gegner, alles klar. Ah, okay, ich krieg 10, alles klar. Also ich krieg 5 Punkte, wenn ich den Kampf überhaupt schaffe, und dann nochmal 5, wenn ich alle Sachen bekomme. Wollte schon sagen, dann kann ich ja hier Gruppenerfahrungspunkte voll fahren. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Ja, jederzeit. Okay. So, ich wollte schon sagen, da kann man ja Kampfpunkte ja voll farmen umsonst, ne? Aber ne, ich krieg einmal 5 Punkte, wenn ich hier den Kampf erledige anscheinend, ne? Das Gebiet haben wir noch nicht. Und dann 5 Punkte, wenn ich hier alle Sachen erledige, ne? Mein Gott. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten erstmal zurück zur Chocobo-Haltestelle, zur Chocobo-Farm. Um uns zu heilen. Was sag ich da? Die Schokoballstelle, ne? Nein. Hopp. Suchen. Ja, nicht suchen, mittern. Gedrückt halten. Gedrückt halten, ne? Was haben wir denn da? Ja, sich gedacht hat, die irgendwie spürhunde mäßig irgendwie so sind. Ich dachte, der Pfeil zeigt doch irgendwie dahin, ne? Sehe ich gerade. Oh, guck mal hier. Runter. What? Oh, ich musste genau da drücken, alles klar. Da liegt der Hase im Pfeffer. Geld. Oh, nur Geld gefunden. Ich meine, nehme ich, aber ich bin auch ein bisschen mehr vorgestellt, ne? So, jetzt Richtung Chocobo Farm, ne? Und als Beistand, da sind Chocobo Spuren. Was soll das bedeuten? Hab doch schon Chocobo. Nein, boah, ich tue die mal verfehlen. Gehen wir mal kurz zur Bro.
Red 13 im Schokobo-Sattel macht mich einfach fertig. Ey. Gehen wir mal hier hin und heilen uns hier hoch, ne? Ich glaube, ich habe einige Federn, ja, ne? Die können wir, glaube ich, ausgeben. Chatleck, können wir auch mal kurz einen Besuch abstatten, ne? Der hat ja auch einen neuen Kampf, habe ich gerade gesehen. Ja. Ah, so viel zu tun, so viel zu tun. Bom, 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 bom. Ah, Chatley ist nicht hier. Vorsicht. So, hier liegt Zeugs. Segen des Planeten. Ich steck das einfach mal ein, ne? So, und ich will mal ein paar Federn ausgeben. Ne? Reitvogelhelm. Ja, warum nicht? Dann kaufen. Was haben wir hier? Salbei. Ja, nur das brauche ich nicht. Glaube ich. Also jedenfalls jetzt nicht. So, seid ihr immer noch alle? Ne? Leon und Barrett sind schon gut gelaunt mir gegenüber. Ausgezeichnet. So, Titan ist ja jetzt geschwächt, ne? Meister, ich krieg den jetzt down. Hast du die Vögel bemerkt, die häufig um die Lebensquellen ihre Kreise ziehen, Cloud? Es ist eine neue Spezies, die sich an die Umgebung der Lebensquellen angepasst hat. Ich nenne sie Quelleneule. Falls du mal eine Lebensquelle nicht finden solltest, brauchst du einfach nur ihrem Ruf zu folgen. Aber ich habe doch alles auf der Karte. So. Ich meine, gib mir einfach, ne? Also teuer, sollte ich mir vielleicht aufsparen? Ich glaube ja, ne? Aber dann gehen wir in den Kampfsimulator, ne? Machen wir erstmal den neuen Kampf, den wir freigeschaltet haben. Da gucken wir uns mal Titan an, ob wir den diesmal schaffen, ne? Ich würde den so schnell wie möglich gerne freischalten. Ja, steht da automatisch, ne? Nur wie weit wird der geschwächt, ne? Und wie weit will ich den schwächen? Stufe 19, Erstschlag, Voraussetzung, Toxinrate, Visigal Raune, Ausdauer provozieren. Sehe ich alles, was ich hier machen muss. Feintechnik, Plasma-Einladung. Ah, und dann ist schon Titan Stufe 2. Weil es, wenn ich halt. Ich weiß nicht. Machen wir mal hier. Ich meine, Cloud ist die ganze Zeit in der Gruppe, also nehmen wir mal jemand anderen, ne? Barrett, Tifa, Eris. Ich meine, Cloud ist halt dauernd in der Gruppe, also machen wir mal Abwechslung hier, ne? Oh, jetzt habe ich keine Analyse mehr. Oh, wow. Dann waffen ich erstmal auf, ne? Ja, ich will vielleicht von hinten angreifen, ne? Weil ihr so einen blöden Panzer habt. So. Mein Gott. So, und ich weiß, du bist anfällig gegen Feuer und Eis, ne? Perfekt. Wow. Wir gehen sowieso MP, glaube ich, zurück, ne? Nur wie einfach der Kampf jetzt hier ist. Wow. Yeah. Das ist immer nur, dass die aus dem Weltkartenthema ein Dings gemacht haben, ja, ein Kampfthema.
Das ist so cool. Ich vergesse die ganze Zeit nachzuladen. Mein Gott. So. Und nun muss ich ja, kämpfe ich einfach nur gegen die Gegner, die ich schon mal vorher bekämpft habe. Naja, sieht so aus, ne? Das sind doch die Bosse, die ich bekämpft habe. Aua. Mann, geh doch mal weg. Na, oh, Tifa. Mann, warum ist Tifa auf einmal so kaputt? Petra. Wow, was so? Was war das? So, ihr legen wir uns hier mal ein bisschen ab gerade. Aber ja, vielleicht Schockwab einsetzen sollen, ne? Ah. Mein Gott, ey. Mein Gott, Leute, geht doch mal ein bisschen weg von mir, ey. Aber jetzt reicht's. Shiva, haben wir schon mal gesehen, aber egal. Wir locken das jetzt ab, wenn sie stirbt. Mach dich fertig. So, jetzt direkt mal Eistopfhagel. Auf ihn hier. Oh, ich bin sowas von tot. Mein Gott. Der war gut. Geh doch mal weg, ey. Geh mal hier mal auf den los. Ja, was soll ich denn da machen? Oh, Diamantenstaub. Haben wir schon gesehen? Ich weiß ja gar nicht. So. Ja, ich kann gar keine Dings einsetzen. Ey. Mein Gott, ey, das ist aber, weil die mich die ganze Zeit nicht in Ruhe lassen. Ey. Meine Fresse. Oh. Ah. Mein Gott, ey, das hat's hier. So. Oh mein Gott, krieg ich den kaputt. Hör mal auf, die ganze Zeit anzuziehen, Mann. Aber wenn ich den jetzt noch kaputt krieg, ne? Ach du liebes Lieschen. So, geht kaputt. Der wird sowas von nicht kaputt gehen dadurch. Na, Dreck. Verpiss dich. Geht kaputt. Ah. Mann, geht kaputt. Geht kaputt. Nein. Ach man, ey, ich hatte den doch. Boah. Der blöde Mischi, die tun sich ja voll auf einen konzentrieren die ganze Zeit, ey, wenn man, sobald man irgendwie hier jemanden steuert, ey. Mann. Ah, ich nehme jetzt einfach mal an, ich werde Titan auch nicht schaffen. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich gebe dir gleich eine. Es gibt noch viele weitere. Boah, ey. Sobald ich jemanden steuere, gehen die sofort auf mich los, ey. So, sind wir jetzt noch, ja.
Ich bräuchte mehr Heilzauber. Ey. Jeder müsste jetzt hier irgendwie so ein Heilzauber. Also. Ey, jedes Mal, wenn ich auf Aris irgendwie losgehe, wenn ich die steuere, dann kommen direkt alle Gegner und tu mich von allen Seiten ja kaputt hauen. Braucht ihr so Heilung alle und so, ne? Ja, ein bisschen einfacher, glaube ich. Ach, guck mal, was da ist, ne? Also anscheinend scheint die Schwierigkeit doch noch nicht so ein Problem zu sein, ne? Je nachdem, was man macht. So, hier ist das. Das hat Mogri aus, ne? Mogri-Häuser erinnern von der Form her an Großpilz und werden von Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick auf dafür. Mogri-Shop. Ich habe da so Mogri-Medaillen. Mal auf das Stück. Ja. Ist Mogri rausbetreten? Aber was? Also ich habe ja vom Pilz zu essen gesehen. Oh mein Gott, was bist du? Alles klar, magisches Wesen, das ich in einem Pilz. Ja, okay. Ich mach's. Was ist mit Cloud los in diesem Spiel? Die Mogri-Kinder veranstalten jede Menge Schabernack. Weiche ihnen geschickt aus und bringe sie alle zurück zum Mogri raus. Du kannst sie entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie direkt schnappen, nachdem sie in den Wirbelwind geraten sind. Wenn wir dich dreimal erwischen sollten, ist das Spiel vorbei. Molulu, Molala, Mogo. Sind das Anspielungen an Final Fantasy 6? Da gab es ja auch diese Gruppe von Mogris, die einen am Anfang des Spiels gerettet hat. Die Musik klang auch irgendwie so ähnlich wie Mogs Thema von Final Fantasy 6. So. Ja. So rein. Und das Molala gefunden. Mosch. Kann ich dich denn schnappen? Rollen? Ja. Ah, okay, irgendwie würde ich da nicht getroffen. Ja, ich krieg dich, magisches Wesen. Ja, Mosch. Mein Gott. Wir haben Bomben. Pass auf. Ah. Ich habe dich schon längst. So, ist der letzte. Du. So, erstmal nach dem Mogri sehen im Final Fantasy 7 Remake und Rebirth. Haben wir schon mal Mogris gesehen? Also wir haben Yuffie in dem Mogri-Kostüm gesehen, aber haben wir echte Mogris schon gesehen? Oh, ihr seid auch hier. Oh, ich habe einige Mogri-Medaillen. Genau, du kannst hier Mogri-Medaillen gegen allerlei Sachen eintauschen. Alles klar. Dann zeig her. Ach so, ich dachte, da wären jetzt. Ich habe gedacht, da wäre. Oh. Ich dachte erst, da wären hier so Ausrüstungsgegenstände mit halt voll vielen Materia-Plätzen, aber ne. So, ich sehe, was schon sehr schön ist. Schwertkunst und Kampf. Das sind so Sachen, die im ersten Teil uns Waffenpunkte gegeben haben. Ich glaube, die will ich als erstes haben. Ne? Ich kann mir alle Sachen hier holen, die ja wichtig sind. Ne? Materia-Ohrring. Das ist ein Training, die Nutzung einer gewissen Materie möglich, ohne dass er mit dieser ausgerüstet sein muss. Ich habe die Nutzung der Materie TP-Boost auf der höchsten Stufe. Oh.
So, ich nehme natürlich hier schon mal direkt alles. Boom. Ah, her damit. TP Boost, Materia Orbin. Cool. Es gibt insgesamt noch 6 weitere Mogrihäuser, Kupo. Ah. Ich würde mich freuen, wenn du auch dort helfen würdest, Kupo. Also es gibt. Also es gibt noch 6. 6 mehr Gebiete. Seit wann ich hier raus irgendwie heraus finde, so. Also es gibt hier noch 6 weitere Gebiete, wo wir rumlaufen können. Da wäre doch nicht schlecht. Na, guck mal hier. So. Ich glaube, den Materia Ohrring, den gebe ich mal Eiskalt Barrett, damit er noch mehr HP bekommt. Hat ein Talisman. Ja, ne, er hat ja. Talisman. Willenskraft. TP Boost. So, boom, noch mehr. Und hier die Dings, die Waffenpunkte. Kann ich dann jetzt ausgeben, ne? Oh ne, hier meine Dings wird jetzt hochgelevelt. Okay. Okay, 10 sind die, die ich ausgeben kann, ne? Und 40, das sind einfach nur die Erfahrungspunkte, glaube ich, ne? Ich habe 30 von 40 Erfahrungspunkte, oder? Aber das macht doch keinen Sinn, daneben ist auch noch eine Nummer. Ich glaube, hier hat immer noch nicht so komplett, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ist okay. Da sind 2 Sachen auf der Karte, sehe ich gerade. Seht ihr das? Ja, was ist das denn? Ah. Und eine Mogri-Medaille. Nö. Weiß ich nicht. Aber wir sind ja noch immer auf der Oberwelt, weil ich dachte irgendwie, wir wären irgendwie in so eine magische Welt irgendwie gekommen, als wir das Häuschen ja gesehen haben. Ich dachte, wir wären irgendwie in so eine andere Dimension oder so gewesen, aber nee, wir sind ja wortwörtlich auf der Oberwelt hier gerade noch. So, da ist die Quest. Ah, nee, das ist die Quest, die ich eigentlich machen wollte, aber irgendwie ich dazu gekommen bin, weil ich hier noch so viele andere neue Sachen gefunden habe. Kann ich rüberspringen? Nö. Warum tut er manchmal springen und manchmal nicht? Verstehe es nicht. Das Rennen muss ich auch noch mal machen, ja, ne? Maximalstufe gewinnen. So. Warum wollte ich noch mal? Ja, wegen Waffen, ne? Wenn wir mal die Waffen anschauen. So, ich habe jetzt 10 von 40. Das heißt, ich bin so feurige Verkettung. Ja, diese finde ich aber voll uninteressant, die Dinger. Hört den Schaden normaler Angriffe. Diese passiven Fähigkeiten, die will ich haben. Aktiv für einen gemeinsamen Angriff in Richtung des Gegners. Ja, so ein bisschen unspektakulär die Sachen, die man hier bekommt. Ich habe immer so passive Fähigkeiten. So. Partner, beschwingter Schritt. Ich will die Aufklärung erzielen beim Angreifen oder beim Blocken. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Von er schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Nehmen wir das hier. So. Aber ich hatte 15 und ich habe 10, alles klar. So. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Ich kann ja nicht ändern, ne? Oh, Cloud ist jetzt. So, warum hat er keine einzige Synchro-Aktion? Ich habe doch gerade. Was habe ich gerade gemacht? Beschwingter Schritt?
kann ja auch nicht umändern, ne? Wenn er automatisch, also können die ja nicht doppelt oder irgendwie sowas sein, ne? Leibwache, Himmelsrad, Niederfahren, da habe ich gerade. Bin ich jetzt ganz blöd oder? Anführerwechsel. Ne. Kugelkeule. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt ganz blöd? Was habe ich denn ja gerade freigeschaltet? Und die habe ich freigeschaltet, ne? Schleuder, Cloud schleudert tiefer für einen gemeinsamen Angriff in Richtung des Gegners. Ach, Synchro-Fertigkeit. Das sind halt so. Synchro-Aktion. Okay, Synchro-Aktion sind halt die Dinger, die ich hier habe, ne? Also diese Dinger, ne? Da unten, da steht auch Synchro-Aktion, ne? Und Synchro-Fähigkeiten sind halt die Dinger hier, die ich. Wo kann ich denn die nachgucken hier? Das sind halt diese Sachen, die ich einsetzen kann, wenn ich genug Synchro-Punkte ab, ne? Ja. Dafür müsste ich hier mal einsetzen, ne? Ja, das sind halt diese Fähigkeiten. Synchro-Aktionen sind also die Sachen, die hier. Die ich hier im Kampf einsetze und dann irgendwie, ja. Nicht immer einsetzen kann, die nichts kosten und so, ne? Und Synchro. Fertigkeiten oder Fähigkeiten, wie auch immer die hießen, das sind die Sachen, die halt Punkte kosten, ne? Nachdem ich genug Synchro-Aktion aktiviert habe, ne? So wie ich da jetzt verstanden habe. So, wir haben schon über die Hälfte, ne? Wir haben gerade so die Hälfte von diesem Ort hier freigeschaltet, ne? So, wir machen einfach weiter, bis wir alles, ne? Scheint ja noch. Wenn wir hier irgendwann weiterkommen, ne? Weil das hier hat hier. Ich weiß ja nicht, wie weit das Gebiet scheint noch sehr groß zu sein, ne? Also Weltkarte anzeigen. Ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass wir irgendwie ja noch Gebiete irgendwie so wechseln können und so, ne? So, hier müssten wir dann irgendwie rauskommen, ne? Irgendwann. Na gut, aber ich weiß immer noch nicht, was diese 3 von 3 da oben sind. Da oben links, ne? Na, mal Nebenquests, ne? 2 von 4. Sind diese Dinger? Protosubstanz, Funkturm. Funkturm haben wir alle, alles klar. Kampfplatz, 8 von 9. Esper-Kristall, werde ich wohl herausfinden irgendwann, ne? So, Analyse, 2. Ist auch egal, ne? Wir machen einfach alles, bis wir alles gefunden haben, ne? Und dann gehen wir weiter auf unserer Reise, ne? So macht man das, ne? So spielt man ein Rollenspiel, oder? So, diesmal müssen wir aber echt mal hier die Quest hier vorantreiben. Wir schon Level 17. Ich weiß ja nicht, was wir da irgendwie machen müssen, ne? Ich würde sagen, die Quests machen wir dann erstmal weiter, ne? Das ist die erste Quest. Na gut, aber ich würde sagen, für heute war es das, ne? Beim nächsten Mal geht es dann wieder locker flockig weiter mit der Erkundung und den Entdeckungen, ne? Und ja, cool. Ich finde cool, dass wir so viel zu tun haben jetzt, ne? Und jetzt so viele Sachen zu machen da sind, ne? Also ich finde, das bockt richtig gerade, ne? Das ist ein bisschen unten so ein Unterschied zwischen irgendwie Lego Star Wars, ne? Wo du halt irgendwie ja da fühlt sich das so ein bisschen mehr wie so Arbeit an, ne? Weil du irgendwie von jedem Planeten zu so Planeten rennst, ne, und einfach hier hingehst, oh, was hab ich hier verpasst, da muss ich noch hin, ne. Aber hier ist halt irgendwie viel witziger, weil halt so viele neue Sachen hier noch zu entdecken sind und ich weiß nicht, was mich als nächstes erwartet, ne. Also ich finde das cool. Alles klar, gut, mit der Entdeckung geht's dann beim nächsten Mal weiter, ne. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr da hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.